Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute mal wieder im Angelpark Steinfeld und möchte heute auch zum Teich 2. Aber eigentlich bin ich hier, heute ist Ruhetag und ich möchte Holz wegholen. Hier ist, als es kalt war und hier alles eingefroren war, wir minus 15 Grad hatten, hat der David hier eine Menge an Holz gemacht, Bäume gefällt und Äste abgeschnitten und so weiter. Die normalen Arbeiten, die gemacht werden müssen. Und ich bin heute hier, um das Holz zu holen und nebenbei möchte ich ein bisschen angeln. Was ich probieren möchte im Teich 2 ist, ein paar Saiblinge zu fangen. Denn es sind jede Menge Saiblinge drin und es werden fürs nächste Wochenende in den nächsten Tagen auch noch 400 Kilo Saiblinge besetzt. Nach und nach natürlich, je nachdem wie viele Angler da sind. Klar, nicht alle auf einmal. Aber das sind richtige Klamotten. Ich habe gesehen, wirklich solche Saiblinge, also wirklich echt große Teile, 2-3 Kilo. Und ja, davon möchte ich wohl mal 1-2 fangen. Und das möchte ich machen mit meinem neuen Köder, mit dem Oumua Baits Hero. Und für euch gibt es diesen Oumua Baits Hero auch zu gewinnen. Ich mache wieder ein Gewinnspiel. Das findet ihr im letzten Drittel des Videos. Ist das ein Saibling? Ist das ein schicker Fisch? Aber wirklich ganz tief die Fische und super, super, super langsam. Also kein Wunder, dass ich mit Spoonsticks bekommen habe. Wirklich ganz langsam am Grund entlang. Da ist er. Die eine entscheidende Sache ist natürlich die Wahl des Gummis. Welche Größe benutze ich, welche Farbe benutze ich. Das Hero-Gummi ist ja extrem weich und sehr, sehr beweglich, vor allem die großen Versionen. Wenn ich die wirklich auch nur ein ganz kleines bisschen zupfe, dann bewegen die sich wirklich wunderbar im Wasser. Das Wasser hier ist ein bisschen trüb, deswegen kann ich das Unterwasser nicht zeigen, aber ich blende euch Sachen ein, wo ich das Hero-Gummi bewegt habe, aus Quellental, weil wir da ganz klares Wasser haben. Die zweite extrem wichtige Sache ist aber, was für eine Gummiperle ich da benutze. Ich habe hier verschiedene, das ist vielleicht mal so zu zeigen, ich habe mehrere verschiedene kleine Aufbewahrungsboxen, wo ich mir verschiedene Hakengrößen für die verschiedenen Gummigrößen fertig gemacht habe und jeweils noch verschieden große Perlen drauf. Die 2,8 mm Perle zum Beispiel wiegt 0,15 Gramm. Das ist natürlich ultra leicht, damit kann ich nicht weit werfen, aber ich kann das Gummi extrem im Oberflächenbereich führen oder auch im Mittelwasser ganz, ganz, ganz langsam zupfen. Und wir haben ja neulich schon ein paar Videos gezeigt, wo wir mit normaler Paste ganz langsam geschleppt haben. Und genau das gleiche muss ich natürlich bei Gummi auch machen. Wir haben ganz kaltes Wasser. Wir haben gemessen hier um die 2 Grad, also wirklich sehr kalt, obwohl es hier draußen
total warm ist und wir heute 20 Grad gehabt haben, ist das Wasser wirklich noch extrem kalt. Und die Fische sind natürlich dabei auch träge. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass wir in der letzten Woche hier noch minus 14 Grad, oder ich glaube vor 10 Tagen war das, minus 14 Grad gehabt haben. Eine richtig dicke Eisdecke drauf. Einige Seen drumherum haben immer noch eine Eisdecke drauf. Und dementsprechend ist das Wasser einfach kalt, obwohl es für uns hier total warm ist. Und die Fische sind natürlich träge. Und sie wollen was ganz langsam Bewegtes haben. Und deswegen habe ich keine großen Gummiperlen benutzt, sondern wirklich ganz kleine Gummiperlen, obwohl ich das am Grund geführt habe. Das dauert natürlich ewig, bis sie dann unten sind und ich darf unten wirklich nur ganz langsam ein bisschen zupfen und nicht schnell führen, weil dann das natürlich sofort hochkommt. Aber der große Vorteil ist eben, die Fische nehmen es. Und das ist das, was ich will. Ich habe, wie gesagt, das jetzt einfach in drei verschiedenen Boxen mit verschiedenen Hakengrößen und mit verschiedenen Perlen. Und wir haben ja vier verschiedene Perlen, 2,8 mm, die wiegen 0,15 Gramm, 3,3 mm, die wiegen 0,25 Gramm. Und dann gibt es eben auch nochmal 3,8 mm und ich glaube 4,3 oder sowas. Also unterschiedliche Größen und die schwersten Perlen wiegen dann ungefähr 0,7 Gramm. Das ist mir wirklich im Augenblick für das Fischen am Grund zu schwer. Und wenn ich dann wirklich unten bin, bekomme ich den praktisch gar nicht mehr, ohne ihn schnell zu bewegen, gar nicht vom Grund weg. Und das ist im Augenblick kontraproduktiv. Ja, mal gucken, ob das hier alles läuft. Schauen wir mal. Ich lasse den jetzt ein bisschen gehen. Bisschen Kontakt. Und da ist er. Das ist fast wie Pastaangeln. Man muss wirklich gucken, dass er den richtig genommen hat. Ich habe jetzt so viele Fehlbisse gehabt, wo nur kurzer Kontakt da war. Der schwimmt zum Ufer. Ich glaube, der will an Land. Wieder ein Saibling. Da ist er. Ja, ein bisschen kleinerer. Komm weiter. Da ist er. Schicker Saibling, oder? Da ist er. Und wie gesagt, ich habe den richtig gehen lassen. Also ich habe den richtig, der Biss kam und dann habe ich richtig geguckt, bisschen Kontakt halten, dass der den wirklich richtig nimmt. Normalerweise im Sommer ist das eine Sekunde oder anderthalb Sekunden. Und jetzt habe ich den, also ich weiß nicht, 10 Sekunden oder sowas, richtig gehen lassen und die Schnur kontrolliert und dann erst den Anschlag gesetzt. Weil ich habe eben gerade so viele Fehlbisse gehabt, wo nur ein kurzer Kontakt da war, dann habe ich zu schnell angeschlagen. Ja. Aber so hat er dann inhaliert.
glaube, dass die Fische springen. Das, da brauchen wir im Augenblick keine Angst haben. Die gehen so nach unten. Aber sie ziehen natürlich trotzdem. Zur anderen Seite hin. Wieder zum Ufer. Es stehen so viele Fische auch am Ufer und die schwimmen wirklich, wenn man sie dran hat, immer wieder Richtung Ufer. Jetzt geht auch wieder in die Mitte. Da kommt er hoch. Oh, noch ein schöner Seitling. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Das ist jetzt mal ein richtiger Saibling. Komm, kack, auf. Jo, da ist doch schon. Holla, die Waldfee. Guck es dir an. Das ist doch mal ein geiler Fisch, oder? Top! Da liegt noch das Gummi, was er ausgespuckt hat. Nein, der hier ist er. Da hat er das Gummi verloren dann im Drill. Muss ich jetzt ein neues dran machen. Drei verschiedene Routen habe ich mir insgesamt heute fertig gemacht. Einmal eine Route mit der auftreibenden Montage, aber ich habe da bislang noch keinen Biss drauf gehabt. Und zwei Routen zum Gummiangeln. Die Routen sind grundsätzlich verschieden. Die haben beide 3 Gramm Wurfgewicht und sind um die 1,80 Meter lang. Diese Route hier, das ist die Strike Area. Eine meiner absoluten Lieblingsrouten. Die sieht man bei mir in jedem zweiten Spoon- und Gummivideo. Und ich benutze sie auch wirklich für beides. Ich benutze sie zum Spoonangeln und ich benutze sie zum Gummiangeln. Beide Routen haben 3 Gramm Wurfgewicht, diese wie gesagt 1,78 lang, die andere Route 1,80. Und diese Route, das habe ich ja neulich schon mal gezeigt, hat ein bisschen mehr eine Spitzenaktion. Das heißt, die hat etwas mehr Rückgrat und zeigt gerade beim Gummiangeln die Spitzen oder die Bisse mit der Spitze extrem gut an. Ich habe hier drauf, das ist noch der Prototyp von unserer Umura Braidline. Hier ist sie noch grau und ich habe hier die Arias, eine Tausender da drauf. Ungefähr, mal gucken, wie lang ist das hier, bis hierher, ja, kann man das so sehen. So vielleicht Meter ungefähr Fluorocarbon davor als 018er. Das ist eine Kombination, die sich bei mir extrem bewährt hat, die fische ich sehr, sehr, sehr häufig, sowohl beim Spoonangeln als auch beim Gummiangeln. Zum Spoonangeln finde ich theoretisch eine monophile Schnur besser, eine sehr dünne. Ich benutze die Tatanka normalerweise als 012er, aber da ich heute Gummiangeln möchte, habe ich hier eine geflochtene Schnur eben drauf. Wie gesagt, die Umura Braidline, das ist eine sehr dünne, geflochtene Schnur und damit spüre ich diese ganz, ganz feinen Bisse einfach besser als mit der monophilen Schnur. Beim Spoonangeln brauche ich das nicht so sehr, weil da hacken die Fische normalerweise rein, aber beim Gummiangeln muss ich denen ja so ein bisschen Zeit geben, den Köder auch zu nehmen und dann erst wirklich anzuschlagen. Da ist er! Guck, ob das wieder ein Saibling wird hier. We'll be right back.
Oh, das ist mal ein Lachs. Das ist kein Saibling. Oh, da mein Kescher. Da kommt er. Oh, da ist er drin. Ich meine, das ist auch eine Größe, die macht auch Filets, oder? So, da ist er. Da ist auch das Gummi. Hups, da ist es. Das ist gerade im Kescher abgefallen, das muss ich jetzt auch neu machen. Aber auch da ganz, ganz, ganz dicht am Grund. Das Komische ist, es schwimmen einige Fische an der Oberfläche, die beißen aber überhaupt nicht. Sie sind vollkommen lethargisch und machen gar nichts. Und die Fische, die beißen, sind alle unten. Ja, hübscher Lachs. Und ja, mehr so aus der Mitte geholt. Die Saiblinge scheinen wohl eher irgendwie im Randbereich zu stehen. Als zweite Route habe ich mir hier eine Finesse Extra Light genommen. Ich fische die ja als Hyper Light mit 2,5 Gramm Wurfgewicht relativ häufig. Da ist die ja pinkfarben, habe ich in vielen Videos schon gezeigt. Dieses hier ist die Extra Light, die ist, hat ein etwas höheres Wurfgewicht, statt 2,5 Gramm 3 Gramm. Das ist halt eine Finesse-Route, also wirklich sehr, sehr ja, weich, würde ich mal sagen, und mit sehr geringem Wurfgewicht, weil meine Köder natürlich mit dem Gummi teilweise auch nur 1,5 Gramm oder sowas wiegen. Ich habe hier eine, ich hoffe, dass man das so sehen kann, eine Aktion, die eher parabolisch ist. Parabolische Aktionen sind eigentlich mehr so zum Spoonangeln gemacht und nicht so sehr fürs Gummiangeln. Aber dadurch, dass wir hier eine sehr geringes Wurfgewicht haben, ist die Spitze trotzdem sensibel genug, dass man damit auch hervorragend Gummiangeln kann. Die Rute hat ja einen geteilten Korkgriff. Alles Sachen, die ich sehr schön finde. Die liegt extrem gut in der Hand und wie gesagt, die Hyperlight in Pink, die benutze ich ja sehr, sehr häufig. Ich habe heute aber eine etwas schwere, weil wir hier eben auch große Lachsforellen drin haben. Als Rolle habe ich eine Turbertini-Rolle und zwar die Viral heißt die. Viral als 2000er ist praktisch die gleiche Größe wie die 1000er, nur dass ein bisschen mehr Schnur drauf passt. Aber ansonsten ist das die gleiche Rolle und die wiegt auch nicht mehr. Als Schnur habe ich hier dann wieder die Umura Braidline, 3,6 Kilo. Hier jetzt, so wie sie im Laden verkauft wird, in Gelb. Wie gesagt, bei der anderen in Grau, weil es eben der Prototyp ist. Auch hier habe ich, braucht man das? Komme ich jetzt gerade gar nicht dran. Auch hier habe ich meine Fluorocarbon davor, ungefähr so 70, 80 cm, bis ein Meter kann man ungefähr gehen. 0,18er Fluorocarbon, das ist eine Sache, die sich eigentlich sehr bewährt hat, weil sie dieses erste kleine Stückchen praktisch sehr robust ist, gerade bei den Forellen und Saiblingszähnen. Die schütteln sich häufig und dann ist es wirklich so, dass die sehr schnell eine dünnere Schnur noch durchscheuern mit ihren Zähnen. Und bei der 018er ist das einfach nicht so gegeben. Man sollte das Vorfach aber immer regelmäßig kontrollieren. Gerade im vorderen Bereich, wenn die ein bisschen geschluckt haben, dann ist es häufig oberhalb von dem kleinen Snap ein bisschen beschädigt und dann muss man es einfach abschneiden. Dadurch wird meine Schnur dann auch immer wieder mal kürzer. Da ist er. Da ist wieder einer am Ufer vorbeigefischt. Und da nimmt er wieder Schnur.
jetzt ein Saibling oder war das ein Lachs? Ich hab's nicht gesehen. Oh, wieder ein Saibling. Und wieder so ein dickes Ding. Holla, die Waldfee. Der Wind immer Richtung Ufer. Da ist er! Guck dir diese Fische hier an. Ist das ein Saibling oder ist das ein Saibling? Guck dir diese Flossen an. Riesen Brustflossen, mit denen machten die natürlich auch einen unheimlichen Druck. Das Wasser ist wirklich arschkalt, 2-3 Grad. Das ist, wir haben letzte Woche minus 14 Grad, jetzt haben wir plus 20. Wir haben ungefähr 35 Grad Temperaturunterschied. Und die Fische sind total schlapp. Sie sind ganz, ganz langsam unterwegs und kämpfen eigentlich nur mit ihrem Gewicht. Es ist nicht so, dass die springen, dass die ultra schnell sind. Wenn es 4-5 Grad wärmer ist, das Wasser, und wir vor allen Dingen eine gleichbleibende Wassertemperatur haben, gleichbleibende Lufttemperatur haben, dann sind die Fische natürlich viel agiler. Aber sie lassen sich fangen und ja, sind einfach super, super, super schöne Fische. Guck es dir an. Da hat man doch einfach Spaß dran. Wo beißen die Fische heute? Auf jeden Fall in Grundnähe. Also wirklich stramm am Grund, muss man sagen. Es sind viele Fische zu sehen in Oberflächennähe, aber die Fische ja, wollen wirklich ums Verrecken nicht beißen. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe den Gummi, ich habe den mit der auftreibenden Montage auch Bienenmade mit Marshmallow angeboten, dann entsprechend das Vorfach lang gemacht, dass es wirklich kurz unter der Oberfläche war. Ich habe da hingeworfen, wo auch Fische stehen, überhaupt nichts. Und das hier war eben eine Sache, die gut funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil ich damit auch wirklich ganz grundnah führen kann. Also immer wieder absacken lassen und dann wieder ein bisschen bewegen kann. Ich habe ja hier hauptsächlich gestanden an diesem Platz, konnte ich natürlich machen, weil keine Leute da waren, auch rechts am Ufer, links am Ufer vorbeigeworfen. Da habe ich einige Fische weggeholt, aber auch aus der Mitte. Also das kann man gar nicht sagen, dass die jetzt an einem bestimmten Platz gestanden haben, sondern eigentlich relativ weit verstreut, und ich habe teilweise, sagen wir mal, die Beißplätze lagen bestimmt 30 Meter auseinander. Es war also keine Sache, dass es hier nur an diesem Platz lag, sondern ich habe teilweise darüber geworfen und teilweise darüber geworfen, und die Fische haben eigentlich überall gebissen. Aber wichtig war eben, dass man hart am Grund gefischt hat. Der nächste Biss. Oh, der geht jetzt. Oh, die Bremse war los. Oh, nee. Das soll ja gar nicht sein. Aber der Fisch hängt. Wieder so ein schöner Saibling. Aber der hat nicht so gekämpft wie die anderen. Oh, da kommt er, da gibt er. Und da ist er.
Der ist ein bisschen kräftiger unterwegs. Die anderen, die haben so mit dem Gewicht gekämpft. Die waren so schlapp. Dieser hier ist ein bisschen, macht ein bisschen mehr Action. Und den habe ich auch ein bisschen mehr aus der Mitte geholt. Da kommt er schon. Da hoch. Der will noch nicht, der will noch nicht. So, da ist er. So, da haben wir wieder einen. Und das ist das Gummi dazu. Das ist, hat er gerade ausgespuckt. Oder es ist gerade vom Haken abgegangen, lag mit dem Kescher. Aber das sind doch mal richtig geile Fische hier, oder? Ich meine, das sind doch Lahmfische, die man nicht mehr duzen darf, sondern da muss man doch siezen und mit Vor- und Zunamen ansprechen. Kommen wir zum Gewinnspiel. Ich habe von dem neuen Gummi von Umura Baits, Umura Baits Hero, jeweils zwei Größen ausgesucht und jeweils zwei Farben. Das heißt, ich habe hier die große Größe in grün und in schwarz und ich habe die mittlere Größe in weiß und in schwarz-gelb, also insgesamt vier Dosen. Und das Ganze gibt es dreimal, also für drei verschiedene Personen. Das ist ja ein super weiches Gummi, sehr fängig und ja, mit Bananengeschmack, Bananengeruch, wirklich tolle Angelegenheit. Und was ihr dafür tun müsst, ich lose es einmal aus unter meinen Abonnenten, Neuabonnenten und Altabonnenten und auch unter Leuten, die mich bei Facebook oder diesen Beitrag bei Facebook markieren bzw. andere Leute markieren und das dann entsprechend weiterschicken. Also das Ganze teilen. Das läuft bis zum 3. März, also jetzt eine Woche. Und am 4. März, am nächsten Donnerstag, werde ich dann die Gewinner bekannt geben. Ich wünsche euch jede Menge Glück. So, da ist ein Biss. Nimmt er ein bisschen, ja, und da ist er. Also ich finde es halt immer ganz wichtig beim Gummiangeln wirklich einen kurzen Augenblick den wirklich gehen zu lassen, dass er das Gummi auch richtig nehmen kann. Nicht zu schnell anschlagen. Aber das Wasser ist so kalt. Noch ein Saibling. Ist der gehakt? Nee, ist nicht auch. Ist auch richtig. Richtig im Maul. Sah im ersten Augenblick so aus, als ob der gehakt ist. Aber es ist unglaublich bei diesem kalten Wasser, wie langsam diese Fische sind. Das habe ich eigentlich so kaum jemals erlebt. Ich habe ja hier schon viele Saiblinge gefangen und normalerweise gehen die echt ab. Aber die sind echt so ruhig, das ist unglaublich. Feierabend. Das sind doch mal wirklich tolle Fische, oder? Der David besetzt diese großen Saiblinge, also ich meine, das muss man sich doch einfach mal reintun, das sind doch wirklich einfach superklasse Fische. Ich weiß, dass er heute Abend
400 Kilo von diesen großen Saiblingen bekommt und die in den nächsten Tagen einsetzt bis hin zum Wochenende. Und da habt ihr natürlich die Chance, solche Fische hier zu fangen. Es werden diese super tollen Fische besetzt, neben den normalen Lachsforellen, also praktisch mit besetzt. Aber es ist doch mal einfach, so einen Fisch zu fangen, ist einfach ein tolles Erlebnis. Solche Fische zu verarbeiten natürlich auch. Ich werde diese Fische filetieren und werde sie kalt räuchern und dann kalt geräucherte Saiblingsfilets. Das ist also auch nochmal eine absolute Oberklasse-Angelegenheit. Da freue ich mich schon richtig drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Abo lohnt sich natürlich vor allen Dingen, weil es einfach was zu gewinnen gibt. Und ich denke, wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wenn es wieder heißt, Fisch ist mein Gemüse. Einfach, ja, wenn ich wieder mit dem Stefan in der Küche stehe und dann was zusammenbrutzel. Oder am nächsten Donnerstag, wenn es wieder zum Angeln geht. Bis dann. Ciao.